Hallo Schiffskapitäne, hier mal wieder ein Video von mir und zwar mit der Hachu Haru. Schwieriger Name. Wie gesagt, da geht es dann ähnlich wie bei der Minakase weiter Richtung irgendwann Richtung Akizuki. Vielleicht auch noch Hagoromo, das muss man dann gucken, wie sich dann auf den hohen Stufen mit denen spielt. Weil das ja eher so die Ballerbuden sind, in Anführungszeichen. Oder eher halt auf Schießen ausgelegt sind. Und ja, wir sind Top-Tier auf neuer Morgen Standard gefähigt. Was jetzt, ja, klar immer noch okay ist, gar kein Thema. Aber du hast halt nichts zum Cappen, wo du dich hinstellen kannst. Okay, ist dann auch immer blöd, dann lieber so. Bin ja erstmal hier vorgefahren mit Booster, erstmal zu gucken, ob ich hier vorne irgendwas aufkriege. Da hinten ist schon anhand des Flugzeugs eine Bayern umeinander. Bin gewartet, aber sonst auch nicht mehr. Ist halt am Anfang, gerade bei den Schlachtschiffen, wenn sie dann da unten hinfahren oder sowas, ist halt nicht viel. Also, wenn er jetzt nicht gerade zufällig auf einer von den vier Zerstörern umeinander geistert, dann wird es halt schwierig. Wir haben rumfahren. Ist halt blöd, wenn man kein Ziel hat. Aber so ist halt manchmal. Weil immer noch der Reichweitenflieger von der, oder der Spotflieger von der Bayern. Kriegst du jetzt dann auch endlich auf. Da ist gleich der nächste. Kreuzer der Franzosen. Dreht es dann um, dass ich einen anderen Winkel habe zum Torpen, weil ich muss jetzt nicht direkt hier rausfahren, weil wenn er mir entgegenkommt, dann bin ich sofort offen und bin gleich weg. Oder bin zumindest offen und werde dann gleich beschossen. Das muss ich jetzt nicht haben, deswegen nochmal umdrehen. Muss bloß gucken, wo ich da hinfahre, nicht dass ich mich irgendwie beache oder sowas. Also irgendwie Insel versucht zu schubsen. Geht dann da auf. Torpen, bin jetzt dann offen. Genau das ist das, was ich vermutet hatte, dass das passiert. Ja, Obacht geben, dass ich hier nicht gleich wieder down bin. Dann die Tops weggelassen. Bei dem. Ja, ich habe dann gehofft, dass die da irgendwie reingehen, aber so wie man sieht, ist der am Rückwärtsfahren, da wird es wahrscheinlich nichts. Ich habe mir überlegt, ob ich für die Bayern torpe. Als nächstes Ziel, weil die kommt jetzt dann so langsam in Range. Wie man sieht, die ist wahrscheinlich so hinter der Insel, dass es nicht getroffen hat. Na, die standen noch ein bisschen weiter hinten rechts ins Eck gefahren. Ja. Hab dann am Berg getroffen. Wieder einen Baum getötet. Ich habe ihn sogar getroffen für 700 Damage. Dann in die Richtung Top, dass er, wenn er die Geschwindigkeit hält, da reinfährt, im Idealfall. Aber bin hier wenigstens nicht alleine. Jetzt dreht er dann schon weg, weil jetzt die Bayern und die Nürnberg kommt und hinter uns ist nochmal ein Schlachtschiff. Da waren die Tops jetzt schon wieder sinnfrei, beziehungsweise einfach dahin Top, wo er nicht hinfährt. Aber so ist es halt, auf so Range zu schießen oder zu torpen, ist halt dann immer schwierig. Sobald die sich halt bewegen, ist das Thema durch. Ja, okay, dann schießt er halt auf den. Und probieren wir mit dem Kreuzer noch. Dann treffen und anstecken, da ist der Kreuzer, der, oder ein Brandstecken so rum, den ich gesucht habe. Aber die kommen nicht an, blöder Winkel. Sind mal weggedreht. Aber bis jetzt schaut es noch ganz okay aus.
bisschen statisch. Also wir haben jetzt schon 5 Minuten rum, das ist nicht wirklich viel passiert. Aber so ist halt, man muss da halt auch Geduld bewahren. Jetzt bin ich dann durch den gegnerischen oder einen der gegnerischen Zerstörer offen, durch eine Minakaze, der auch glaube ich instant zugeht. Ich aber offen bleibe, also ist auch geil. Er geht zu und ich bleib offen. Okay. Wahrscheinlich hat er eine bessere Crew. Bin ich auch zu. Wahrscheinlich genau an der Kante der Spot Range. Jetzt bin ich wieder offen. Was jetzt suboptimal ist, weil da die La Galzionäre ist. Dann mal da in die Richtung getorbt. Weil da so Richtung in die Richtung gefahren ist, ob ich den irgendwie so aufkriege oder treffen können, sagen wir mal eher so. Die Bayern da hinten, die kriegt schon mal ganz gut auf den Deckel. Die Bayern, naja, geht so. Muss halt mal gucken, wo der ist. Muss halt gucken, was der Kreuzer da macht. Entschieden, da mal auf die Bayern noch zu schießen, oder vielleicht anzünden oder sowas. Ne, sind wir nicht. Nur hier hochgehen mit dem Aufgehen, dass ich nicht zu viel abkriege. Ja, sind jetzt ein paar mehr Schiffe schon weg, aber viel passiert halt nicht. Das ist halt ein bisschen das Problem, glaube ich, an dem Modus, dass du halt keine Cap-Ziele oder sowas hast, wo du dann drauf arbeiten kannst, wo sich ein bisschen das Match quasi hin verlagert und dann einfach durch das Versuchen zu cappen und Punkte zu kriegen, einfach ein bisschen mehr Bewegung im Spiel ist quasi. Da ist jetzt die Minakase wieder. Na ja, okay, jetzt kriegst du bisschen Druck hier. Und dann überlegt, ob ich dann wieder dahin torp. Wir hoffen, dass er da reinfährt. Wenn er so weiterfährt. Ich bin halt offen, von daher. Maschinenboost aktiviert. Könnte es ein bisschen schwierig werden, aber den Maschinenboost aktiviert, um ein bisschen mehr Beweglichkeit reinzukriegen. Hab da jetzt die Insel getroffen. Weil wir versucht, die Insel zu zerstören. An sich war die Idee, wie man sieht, gar nicht so schlecht mit den Torps. Kann sie jetzt treffen, kriegt dann auch noch von einem der anderen Teammitglieder einen auf den Deckel. Kann nochmal treffen, sogar am Rand gesetzt. Nochmal gekriegt, sogar noch ein Ruder zerstört und konnte dann so rechtzeitig rausnehmen, dass ich mich den Torps ausweichen konnte. Also er hat sich nur, und das ist glaube ich suboptimal, nur auf seine Torpedos konzentriert. Klar, kann man machen, ist ja ein Torpedoboot, ein Zerstörer. Aber wenn du dann natürlich auf so einen Nahkampf von einem anderen Zerstörer einfach zerstört werden kannst, nehmen sie einfach mit den Hauptbatterien runterballerst, dann ist es halt nicht so gut. Also das ist halt klar, ich kann verstehen, dass es auf Top machen wollte, wäre ich weitergefahren und wäre später gestorben, hätte es vielleicht sogar geklappt. Aber so ist halt im Leben eines Zerstörers, es kann auch schief gehen. Solche Situationen sind mir auch schon passiert. Weil ich halt einfach da auch noch nicht so erfahren bin. Und habe dann auch schon Situationen gehabt, wo ich dann einfach mich auch rein auf die Tops konzentriert habe und dann den Rest komplett ausgeblendet habe, also tunnelblickmäßig. Und dann war das Thema auch gleich erledigt. Wollte dann hier auf die Iron Duke torpen, aber die hat sich dann gleich weggedreht, dann war das Thema auch gleich wieder erledigt.
Punktetechnisch schaut es jetzt gerade ganz gut aus. Wir haben ein Schiff mehr noch zu verfügen. Ja, Basis schaut ganz gut aus. Da wird jetzt dann erstmal gewartet, was die Iron Duke und so machen, weil schon relativ nah ist und ich überlegt habe, was wer wohin fährt, wo ich dann arbeiten kann. Gibt dann von hinten Support, darum ging es mir ja auch noch, einfach dass die ein bisschen nachziehen und ich außerhalb der Spot Range bin, weil ich war jetzt an den 7 Kilometer schon recht knapp dran an der Iron Duke. Hab da überlegt, ob ich da hintorpe, aber also, so wie es aussah, ist er relativ gerade gefahren, sie dreht ein bisschen jetzt ein, aber jetzt nicht so viel, dass sich das für Torps rentiert, meines Erachtens. Er wird ja erstmal in meiner Tarnrange bewegt. Nicht zu nah, aber so nah, dass ich, wenn es sein muss, arbeiten kann. So wie jetzt auf die Nürnberg dann überlegt hatte zu arbeiten, aber die dreht sofort wieder ab. Hat er sich das dann gleich auch wieder erledigt. Weil abdrehendes Schiff zu treffen, wird dann schwierig. Wenn, dann hätte ich es jetzt auf die Bayern probieren können, aber ja, habe mich dann erstmal Richtung eigenen Cap konzentriert, weil da welche auf dem Weg dahin waren und wollte erstmal den Cap saven, den man sieht, wird jetzt ja schon eingenommen. Und das war jetzt dann erstmal meine Hauptprio, Richtung eigenen Cap zu fahren und zu defenden. Weil das ist dann erstmal echt, ja, schaut mal erstmal, dass man da das Thema hat. Die haben sich jetzt dann alle zurückgezogen, sind vor allem auf einem Haufen. Und da muss man halt auch ab und zu mal den geplanten Angriff zurückstellen. Ich habe dann überlegt, ob ich, wenn ich die Pensacola aktiviere, dass ich da torpe. Da wird es dann auch gemacht, in der Hoffnung, dass sie einfach gerade stumpf weiterfährt. Habe dann den Motorbootbeschleuniger einfach, um schneller voranzukommen. Und da ist die La Galissoniere. Die ist einmal quasi rundherum gefahren. Einmal Sightseeing gemacht quasi. Konnte jetzt die Pensacola torpen. Kriegt jetzt aber schon ordentlich vom Team auf den Deckel. Überlegt, ob ich sie hier beschießen kann, aber durch den Berg davor ist ein bisschen schwierig. Jetzt kommt sie heraus, ist aber schon tot. Die Schüsse gehen in die Leiche, da ist die Mutsuzuki. Da die Bayern in die Pensacola gefahren ist, oder die Pensacola in die Bayern, ich weiß es nicht, hat das mit den Tops nicht geklappt. Wäre dann erstmal, wie gesagt, erstmal auf den DD konzentriert. Weil man sieht, die Piotrowelki ist low, Batschani hat noch ein bisschen, war jetzt dann auch offen und kriegt dann auf den Deckel. Da ist jetzt noch eine Fuso. Aber die ist zum Glück weit, weit weg, sodass es für mich noch kein Thema wird. Die Mutsuzuki ist wieder aus dem Cap raus gewesen. Ist durch mich zum Glück aufgegangen, das Team schießt drauf. Kann sie auch noch treffen. Zwar für nicht viel Damage, aber immerhin. Die Bad Johnny hat zum Glück ausgewichen. Fuso hat die Piotrowelki rausgenommen. Jetzt wieder durch die Mutsuzuki offen. Wenn man sieht, vom Team her schaut es echt gerade echt schlecht aus. Wir sind 300 Punkte hinten dran, über 300 Punkte haben. Jetzt noch 3 Schiffe und der Gegner hat noch 7. Also richtig blöde Situation. Ich habe nur relativ gut Leid.
Und habe halt versucht, jetzt hier mal den DD rauszukriegen, weil der ist halt einfach am nervigsten. Wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Also es wird auch schon wieder knapp. Die Fuso brennt von der Bad Johnny. Ja, bin jetzt quasi strange auf den gegnerischen Zerstörer draufgefahren. Die Fuso brennt jetzt dann gleich aus, beziehungsweise ist dann ausbrannt. Hab dann gedacht, hä? Der muss doch hier sein. Hab da aber in die falsche Richtung geguckt, weil auf der Minikarte sieht man schon, dass er rechts von mir ist, also auf der anderen Seite. Ich kapiere es fast zu spät, kann aber den Torps noch ausweichen, also ganz knapp, wie man sieht. Hab dann versucht, dass ich meine Drehradius für die Torps hinkriege. Was auch dann reicht, er toppt in die Richtung, ich bremse ab und kann weg. Ein Problem weniger. Das war so erstmal eine Baustelle. So. Wir haben jetzt dadurch schon mal aufgeholt an Punkten. Ist nicht mehr ganz so eng. Jetzt ist die Bayern raus, jetzt bin nur noch ich und die Fuso offen. Und ja, der Gegner, da sind wir noch zu viert. Hab mir überlegt, die Pentacola zu torpen, aber das würde noch zu lang brauchen. Die brennt auch ganz schön. Kann es jetzt mit wieder dieser Glück nicht dann noch mit der Salve treffen und rausnehmen. Habe jetzt dann schon 3 Kills. Jetzt schaut es von der Punktentechnik wieder deutlich besser aus. Wo die Bayern da hingeschossen hat, keine Ahnung. Wahrscheinlich so, dass ich, wenn ich da weitergefahren wäre, dass mich trifft. Kriege jetzt Lob von einem meiner Mitspieler. Der leider schon tot ist. Und ja, jetzt 2 gegen 2 ist dann schon deutlich besser. Wir haben aber längst noch ein bisschen mehr als 2 Minuten. Ich habe mir überlegt, ob ich jetzt auf die Bayern gehe. Die dreht aber ab. Von daher wird es dann vom Angreifen und Torpen schwierig. Die Fuso beballert schon die Iron Duke. Die Fuso ist noch, naja, gerade so am Leben, sagen wir mal so. Jetzt ging es halt darum, einfach noch durch einen Kill Punkte zu kriegen. Weil du kriegst ja, wenn du jetzt ein Boot zerstörst, kriegen wir Punkte und beim Gegner zieht es Punkte ab. Ich glaube um die 100. Wenn jetzt nicht irgendwas mehr, dann müsste ich jetzt mal gerade drauf achten. Wenn ich nochmal eine rausbringe. Und jetzt habt ihr überlegt, wie ich das am besten mache. Ob ich jetzt hinter dem Berg dann. Oder war der Plan nach der Insel, die jetzt dann da vorne rechts ist. Torps rauszuschmeißen, dass sie entweder die Iron Duke oder die Bayern trifft, weil die beide so in die Richtung fährt, wie man sieht. Habe ich entschieden, nachdem die Bayern dazugegangen ist, erstmal, wie man sieht, auf die Iron Duke zu torpen. Hab dann gleich wieder abgedreht, dass ich nicht von der Bayern einen auf den Deckel kriege. Und aufgehe, wie man sieht, bin ich auch gleich wieder aufgegangen. Jetzt wäre so ein Torpedo-Nachladebeschleuniger ganz cool gewesen. Schießt dann mal noch auf die Bayern, aber das ist recht sinnfrei. Weil hat noch nichts getroffen. Kann sie jetzt in Brand stecken. Ballert einfach noch ein bisschen rum. Wir haben noch eine Minute jetzt. Also es wird arschknapp. Meine Torps treffen die Iron Duke voll. Kann sie damit rausnehmen. So sind wir jetzt an den Punkten drüber. Also mit den runden Punkten, das klappt sogar. Oder stimmt sogar. Die Fuso sollte jetzt, wenn es geht, überleben. Und dann ist in 30 Sekunden der Drops gelutscht, wie es so schön heißt. Weil die Bayern fährt weg. Die Fuso muss bloß einfach nicht sterben. Ich gebe jetzt nochmal Gas, dass ich wirklich wegkomme. Hätte ich nicht gebraucht, aber egal. Und dann ist jetzt auch gleich die Runde zu Ende. War jetzt damage-technisch nicht die Mörderrunde, aber war, glaube ich, ganz gut noch gerettet von mir.
Und ja, im Anschluss noch Postgame-Stats und schon mal vielen Dank fürs Zusehen.